packen mal einmal Cobblestone weg. Nehmen uns dafür Eisen mit. Ja. Ja, wie gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wieder extrem glücklich, seitdem ich wieder alleine wohne. Das habe ich 2 Jahre nicht gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt das zwar schon, dieses Beisammensein. Ich suche natürlich einen lieben, netten Menschen. Aber im Grunde genommen ist es besser als noch zu der Zeit, wo meine Ex hier gewohnt hat. So, Moment. Weil da war das wirklich noch so eine Sache. Na, ich kann es ja nun auch ganz offen sagen. Ich meine das auch nicht böse ihr gegenüber, aber da ist wirklich auch ein Jahr lang nichts mehr gelaufen. Gar nichts. Ne, man hat zusammen gewohnt, aber irgendwie, ja, hat man sich dann trotzdem einsam gefühlt, ne? Klar gehören immer 2 dazu. Das ist auch immer ganz wichtig. Ihr müsst euch das immer merken. In einer Beziehung gehören immer 2 dazu, egal worum es geht. Und es hat alles einen Grund und einen Sinn. Ne? Deswegen, es ist zum Beispiel auch immer scheiße. Ich bin ja nicht der Mensch dafür. Ich bin ja nicht der Mensch, der irgendwie fremd geht oder sowas. Aber wenn euch jemand fremd geht, dann solltet ihr auch immer überlegen, woran das vielleicht liegen könnte. Ob es nun vielleicht an euch liegen könnte oder ob es einfach dran liegt, dass das Mädel ein kleines Dreckstück ist oder dass der Kerl ein riesen Arschloch ist. Sorry, dass ich das so sage, es ist aber so. Ihr müsst euch immer mal Gedanken machen und ihr müsst, ganz wichtig, ihr könnt jemanden von ganzem Herzen lieben, aber ihr müsst, wenn es vorbei ist, wieder in die Realität zurückkommen. Ich bin sowieso so ein Mensch, der nicht lange trauern kann, weil dafür bin ich einfach zu fröhlich und dafür habe ich einfach zu viel Humor, als dass ich da so ewig auf die Tränendrüse drücke. Ne? Weil ich sehe ja auch in allem einen Sinn. Das ist ja nun mal so. Da bin ich ja auch anders als viele andere. Viele andere erkennen oft einen Sinn nicht, wenn irgendwie was ist. Und es passiert ja nichts grundlos. Das ist einfach so. Ne? Und wenn der Grund einfach ist, ist, dass der andere total krank im Kopf ist. Ne? Warum bricht zum Beispiel mein jüngerer Bruder irgendwo in eine Tankstelle ein oder sowas, ne? Das hat auch einen Grund. Obwohl, das ist eine andere Geschichte. Ist zwar auch wieder so ein bisschen privat, aber warum macht man das? Ne? Finde ich auch immer so ein bisschen schade. Also ich bin ja auch so ein Mensch, der sich eigentlich so für alle einsetzt. Ich bin ja so ein Mensch, der jedem zuhört. Und, der sich auch gerne mal um die Sorgen anderer kümmert, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin. Ne? Und ich sehe die Welt auch noch so ein bisschen mit anderen Augen als vielleicht manch anderer. Gerade auch als manch anderer Kerl. Ne? Ich bin da auch sehr emotional veranlagt. Ich glaube, das werden auch zum Beispiel meine Ex-Freundinnen, die werden das auch wissen. Weil wenn ich mir dann so viele andere Kerle angucke, deswegen eine Bitte an euch, werdet keine Macho-Kerle. In erster Linie stehen die Frauen zwar drauf, aber wenn ihr dann länger zusammen seid, dann will das keine Frau mehr haben. So ein Checker. Weißt du, so mit Cappy und dicke Hose und ich hab doch den größten Pimmel. Ne? Da steht keine Frau drauf. Mir es teilweise so angucke. Ja. Aber ganz ehrlich, deswegen bin ich einfach ich und
Ich mache mein Ding einfach so, wie es mir gefällt. Ich mache auch, was mir gefällt. Ich habe euch das ja mal mit dem Toaster in der Schule erzählt. Das habe ich auch wirklich gebracht. Das ist keine Spinnerei. Ich habe immer gemacht, was ich wollte. Und ich bin zwar auch mal angeeckt, aber im Grunde genommen nie lange. Ne? Weil die Leute wussten, warum ich das mache. Dass ich das nicht mache, weil ich irgendwie krank im Kopf bin, sondern einfach, weil ich unterfordert war, Langeweile hatte und einfach mal meine Grenzen austesten wollte. So kann man das nämlich auch ausdrücken und es ist auch so gewesen. Tatsache. Haben wir uns eigentlich Obsidian gefarmt letztes Mal? Ich weiß es nicht, weil ich habe jetzt kein... Ah, Piss! Kack! Scheiße! Da passt man einmal nicht auf und findet Diamanten. Ja, ist das geil. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ist das geil? Oh, da kriege ich ja... Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen. Ist ja geil. Ja, so. Gerade mal eben einen Schluck vom Kaffee getrunken. Ich bin leider so spät nicht mehr so multitaskingfähig. Es klappt ja sonst eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich glaube, eins will ich ja mal sagen. Ich glaube, das wird die qualitativ hochwertigste Aufnahme in letzter Zeit. Weil ich auch jetzt einfach mal mit Optifine wieder aufnehme. Es sieht wieder alles toll aus und... Oh, ein Diamant. Aber den können wir uns nicht holen, wenn wir kein Wasser haben, weil ich habe keinen Bock hier zu verrecken. Weil wenn ich verrecke, dann kacke ich hier einen riesengroßen Haufen hin. In diese Höhle. Übrigens gar keine Monster. Habe ich die ausgeschaltet wegen Screenshots machen? Ich weiß es gar nicht. Ist mir jetzt gerade aber auch egal, weil ich habe da heute Abend sowieso keinen Nerv mehr drauf auf irgendwelche Monster. Und außerdem ist es ohne Monster auch mal gar nicht so langweilig. Ich hoffe, es ist für euch nicht so schlimm. In der nächsten Aufnahme sind die Monster auf jeden Fall wieder an. Bloß wie gesagt, ich brauche das, weil ich jetzt die nächsten Tage nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Weil ich so viel zu erledigen habe. Kotzwirk. Und nebenbei dann auch noch arbeiten. Ne? Arbeit geht nun mal vor. Und wenn ich... Nein! Kacke. Kacke, 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 kacke. Oh. Scheiße! Ah! Leck mich am Arsch. Nee, also, nee. Psst. Alte Scheiße, Alter. Ist doch zum Kotzen, diese ganze Scheiße. Mann. Ich hasse Minecraft. Ich spiele es nie wieder. Ich werde die CD von Minecraft werde ich hier zerbrechen. So. Und das ist alles nur eure Schuld. Alles, weil ihr mir zugehört habt. Ihr seid keine netten Menschen. Ihr habt mich einfach sterben lassen. Na. Ja. Wie grausam. Na. Ja. Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Dreck. Verdammter. Habe ich hier irgendwo TNT? Ich muss gleich mal irgendwo meine Wut rauslassen. Ich bin stinkig. Die ganzen schönen Sachen. Ja, aber Gott sei Dank waren die ganzen schönen Sachen dann doch nur Ranz. Ach, so ein Scheiß.
Scheiße, mein ganzes Fleisch. Nee, ich habe hier noch welches. Ach, Mann. Ist doch zum Kotzen, ist das. Diamantschwert. Wow, ich habe ein Diamantschwert. Alter, es ist nicht zu fassen. Mensch, habe ich doch noch so ein hochwertiges Schwert. Es ist doch zum Kotzen. Die ganze Experience ist auch weg. Oh, leck mich doch am Sack. Oh, tut mir leid, Leute, dass ich gerade so ausfallend werde, aber... Naja. Hey, aber ein bisschen was zum Aufmuntern. Dum, 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 So, was wollte ich denn gerade? Achso, ich wollte an den Ofen ran und wollte mal das Fleisch da reinpacken. Ach ja. Hey, ich hab doch schon alles. Ich hab eine Diamantaxt, ich hab eine Diamantschaufel, ich hab eine Diamantspitzhacke. Weißt du was? Dann hole ich mir mal eben Eisen. Hab ich irgendwas weggeschmissen? Ja. Die Stickies. Ach ja. Das Lied macht gute Laune. Dafür, dass ich eben noch hätte kotzen können. Aber es ist auch sowas von ärgerlich. Glaub, ihr habt das auch alle schon mal erlebt. Aber wisst ihr, warum ich euch so gerne mag? Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat ja jeder etwas größere YouTuber hat Fans. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid wirklich die besten Fans. Ihr seid sowas von geduldig. Ihr geduldet euch sowas von, wenn ich dann mal die Folgen erst so spät raushaue und... Ja. Ihr seid immer nett und freundlich und ihr fragt auch immer nach. Ihr habt super viele Fragen, ihr seid super interessiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid wirklich die besten Fans. Egal von welchem YouTuber, egal ob ihr auch noch irgendwen anders guckt. Meine Fans sind wirklich die besten und fairsten und sozialsten Fans. Und deswegen, alleine dafür hättet ihr alle einen Orden verdient. Wenn ich das mal so sagen darf. Ihr seid alle klasse, also ich hab euch alle kennen und lieben gelernt, also ich kenne natürlich nicht jeden von euch, aber ich kenne schon total viele von euch durchs Schreiben, weil ich mich ja auch so viel mit euch beschäftige, ne, weil ich mag euch auch, ihr seid mir sehr wichtig. Und deswegen freue ich mich dann auch über jedes positive Feedback, was ich da kriege, oder allgemein Feedback, ne. Ihr müsst natürlich auch hin und wieder mal so ein bisschen was dazu sagen zu meinen Videos, ne? Also wer im Moment sehr aktiv ist, zum Beispiel der Minecraft-Hooligan. Scheiße, meine Tastatur will nicht mehr so. Ich glaube, die ist bald wieder leer. Nee, leuchtet aber noch nicht rot. Nee, der Minecraft-Hooligan, den grüße ich hiermit auch mal ganz herzlich. Das ist auch ein ganz lieber. Der ist auch immer sehr, sehr neugierig, der fragt dann auch immer nach. Oder auch hier der Lena 82 ist auch ein ganz cooler. Oder wer auch verstärkt reinguckt, ist der Win8-User. Ist auch ein total cooler, den habe ich im WinFuture-Forum kennengelernt. Und wir teilen so eine gemeinsame Leidenschaft, das ist Windows 8. Und ja, wir haben auch beide so ein bisschen was mit Webdesign zu tun. Ich mache ja meine Webseite komplett selbst mit HTML und CSS. Und er wiederum macht für winfuture.de macht er eigene User-Styles, die du mit dem Plugin Stylish in Firefox und Chrome einbinden kannst. Richtig klasse Arbeit, die er da macht. Er hat jetzt sogar ein Minecraft-Design erstellt, wo ich auch noch einige Verbesserungsvorschläge habe, aber das will ich dann mit ihm nochmal separat besprechen. Weil, der macht seine Arbeit richtig gut.
Ich habe für ihn da so ein paar Hintergründe zur Verfügung gestellt dafür. Deswegen steht auch mein Name damit bei. Und ich finde das auch so richtig toll. Also, wie die Leute meine Arbeit zu schätzen lernen. Ich mute mir nicht zu viel zu, weil ich mache auch maximal 3 LPs gleichzeitig. Wirklich, Leute, sorry, mehr geht nicht. Mehr geht gar nicht. Wer mehr macht, der muss entweder Vollblutharzer sein, dass er wirklich den ganzen Tag Zeit hat, oder ja, er muss halt Gronkh heißen und wirklich beruflich sowas machen. Bloß ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht mehr als 3 LPs gleichzeitig machen, weil ich möchte nicht irgendwann mit 30 oder so an Burnout leiden. Nein! Scheiße! Scheiße! Nein!